Und mit einem wunderschönen Ladebild von Interlagos heiße ich alle herzlich willkommen zum zweiten Lauf der Avia DGTM 2018. Mein Name ist Manuel Wendel und wir dürfen uns auf einen fulminanten Abend heute freuen, denn es gab wieder in der Qualifikation knapp 100 Fahrzeuge, 100 Fahrer, die sich versucht haben, in den beiden Splits zu behaupten. Also es wurde ein Cut gemacht. Der Cut lag bei einer Zeit von Moment 1:31.975. Das war oder ist Fahrer 48, Startnummer 48, Polzeit 48, Qualizeit. Jetzt habe ich es, meine Güte. Das sind 1,5 Sekunden Rückstand auf die Topzeit, was wieder bedeutet, diese 48 Fahrzeuge sind in einem Feld, das unglaublich nah beieinander ist. Ja, aber wer hat denn jetzt die Polezeit gefahren? Es ist einer, der auch in Rennen 1 vor zwei Wochen schon ein bisschen auf sich aufmerksam hat machen können. Ein Fahrer eines Teams, das wohlbekannt ist, und zwar vom Team SimRC. Und es ist nicht der Fahrer, der die meisten Plätze gut gemacht hat. Nein, es ist Tim Berti, der sich die schnellste Zeit sichert. Gefolgt von Mike Nürnberg. Tim Berti ist eine Zeit gefahren von 1:30.128. Mike Nürnberg eine 1:30.419. Und dann der Doppelsieger des vergangenen Wochenendes. Gianni Veggio ist gefahren, eine 1:30.490. Stefan Jahn, der für das Team RSO in der Avia DGTM an den Start geht, eine 1:30.499 auf Position Nummer 4. Auf der 5 die Startnummer 1, der Meister Tobias Czerny. Mit einer 1:30.719. Und dann haben wir einen, der auch schon für Aufsicht aufmerksam gemacht hat in den vergangenen Wochen im Rahmen von Sim Racing Deutschland. Es ist Mats Torge-Husfeld vom Team Mücke Motorsport Sim Racing, ehemalig ja Piranha Sim Racing und Sudrive, mit einer 1:30.721. Dann Patrick Bandenburg, Team Sorg eSports, 1:30.734, gefolgt von Christian Kiebit, Team Heusenfeld, 1:30.965. Und dann machen wir noch die 10 gleich voll. Florian Krüger, Sorg eSports, 1:30.962. Und dann das Fahrzeug, was wir hier im Bild haben, Florian Bücher. Der ist mit einer 1:31.078 auf Rang 10 gelandet. 1:20 haben die Fahrer noch Zeit. Sich auf das Rennen vorzubereiten. Und dann können wir uns auf ein unglaublich spannendes Rennen freuen. Ja, wer ist der Pechvogel? Wer ist nicht in das erste Split gerutscht? In das erste Split, das ist Daniel Frick, das ist der erste. Und der ist mit einer 1:31.993 knapp vorbeigeschaukelt. Wer kann sich erinnern? 1:31.975. 9,75 hinter dem Komma war die Zeit von Uweiler und Frick ist gefahren. Eine 1:31.993. Also das ist ein Müh, der da entscheidend war. Marcel Klaubitz, Team RSO, der hat es ebenfalls nicht geschafft. Mit einer 1:32.076. Einige sehr, sehr bekannte Fahrer sind nicht dabei. Philipp Südbeck, der hat keine Zeit gewertet bekommen. Normalerweise ja auch einer, der ganz nach oben gehört, darf jetzt von fast ganz hinten in Crit 2 starten. Finden wir hier noch einen Bekannten, der
Opfer wurde, bevor wir jetzt in die Startaufstellung gehen. Ja, Jesko Kaczmarek zum Beispiel, der wurde auch Opfer dieser Zeit. So, es geht in die Startaufstellung und das Tool lässt mich mal wieder etwas im Stich, denn ich kriege die Fahrernamen nicht angezeigt. Ich hoffe, wir sehen wenigstens gleich die Startposition. Ja, die Crit, das Crit sehen wir wenigstens. Ich kann keine Änderung an der Kamera gerade vornehmen. Ist ein Bug, der hoffentlich jetzt dann demnächst behoben wird. Spinnt ab und zu unser Overlay-Tool. Somit keine Möglichkeit für mich, die Kamera zu wechseln. Aber man sieht hier schön das vordere Fahrerfeld, welches sich jetzt positioniert für den ersten Start hier in Interlagos. 20 Minuten Avia DGTM 2018-2 starten in wenigen Sekunden. Und dann geht's los zum Senna S. Wer gewinnt den Sprint? Diesen kurzen Sprint. Viel Sprint. Einer kommt da richtig schleppend weg. Das ist ein E-Sports-Fahrzeug, was da, glaube ich, fast stehen geblieben ist. Was macht die Spitze? Wie sieht es vorne aus? Ich würde es gerne von vorne sehen. Da sehen wir die Fahrzeuge einbiegen. Die CMRC-Fahrzeuge nebeneinander. Wir sehen das hintere Feld. Also viel Platz wird sich gelassen, zu dritt nebeneinander durch Senna ist. Das ist ja richtig stark, was die Jungs hier im ersten Crit heute abliefern können. Und der Polsetter hat seine Position behaupten können. Mike Nürnberg ebenfalls noch auf der 2, wird sofort attackiert auf der Innenbahn vom Verfolger von SimRC, Gianni Vecchio, der die Polzeit nicht setzen konnte, aber gleich zeigt, dass er einer der Siegkandidaten ist, einer der stärksten hier im Fahrerfeld. Stefan Jahn, der Name, der sagt bestimmt auch vielen da draußen was. Auf Rang 4, richtig guter Start auch von ihm, kein Positionsverlust, die 1 weiterhin auf 5. Mats Torge Husfeld im Kfz 4 Teile 24, Fahrzeug auf der 6 im Moment geführt. Wie sieht es weiter hinten aus? Die Führung ist da etwas auf der Perlenkette aufgereiht, während es im Mittelfeld schön eng beieinander zur Sache geht. Hier sehen wir Bernd Giel und Kalteier. Das ist der Ferrari auf der Innenbahn, der gerade ein bisschen ins Schlenkern kommt. Davor auch noch zwei Krüppchen, zwei Paar Flüge über den Interlagos Grand Prix, über die Strecke hier. Und jetzt aufpassen, ganz entscheidende Stelle für Bernd Giel. Rausbeschleunigen, da sehen wir die beiden noch gerade raushuschen. Die letzte Kurve auf der Außenbahn, viel Schwung mitnehmen mit dem Ferrari. Und dann geht's in die zweite Runde rein. Jetzt machen wir schon einen Three Ride auf. Das ist ja verrückt. Viel Risiko. Aber man muss sagen, wir haben nur zwei Ausfälle. Und das hätte beim Senna S ganz anders enden können. Wir sind an der Spitze, die das Senna S schon wieder durchfahren hat. Tipp Berti auf der 1 liegen. Vor Gianni Vecchio, seinem Teamkollegen Mike Nürnberg. Auf der 3 mit der Position ist er, denke ich, für den Moment zufrieden. Stefan Jahn, der zeigt wieder eine klasse Leistung in der ersten Runde im Qualifying. Und hinten, da gibt es einen Angriffsversuch auf der Außenbahn. Vorbei soll es gehen für Florian Krüger an Christian Kiewit. Und das reicht hier auch. Der ist vorbeigegangen. Schönes Manöver. Und jetzt kommt Florian Bücher und versucht sich auch noch vorbeizuschieben an dem Audi vom Team Heusingfeld. Die Fahrer wurden nochmal darauf hingewiesen, sie sollen das Ganze etwas ruhiger angehen. Nicht so aggressiv wie im ersten Rennen. Und ich glaube, diese Ansprache von der Rennkommission, die hat mal ordentlich gefruchtet. Oh, da geht's hart über den Körper. Für Mike Nürnberg ist es schon wieder das Ende der zweiten Runde und er ist im Heck mit seinem AMG. Im Heck des Audi R8 LMS von Gianni Vecchio. Und er fährt da mal eine ordentliche Kampflinie, macht die Innenbahn richtig zu. Auch das wurde im Briefing angesprochen. Wenn, dann bitte richtig. Und jetzt im Senna S mit diesem Crisscross. Jetzt viel Schwung rausnehmen. Oh, da muss er leicht verzögern. Und da gibt es gleich die leichte Kollision, den leichten Ditcher aufs Heck von Gianni Vecchio, der dann gleich einige Positionen verliert. Positionen hergeben muss. Mal schauen, ob wir uns das Ganze nochmal in der Wiederholung anschauen können. Da gab es definitiv die Berührung. Jetzt aufpassen. Ja, da verzögert er leicht durch die andere Linie. Nürnberg kann einfach schneller und dann gehen zwei Positionen flöten und die dritte folgt zugleich. Da geht nämlich der Audi R8 LMS mit mehr Schwung von Mats Torge Husfeld an dem Kontrahenten Gianni Vecchio vorbei und
Der muss jetzt wieder nach vorne fahren, aber der hat eindrucksvoll schon in Lauf 1 gezeigt. Das hat er auf dem Kasten. Also die Plätze, die er verloren hatte, sind zwar ärgerlich jetzt, aber für einen Gianni Reggio ist das definitiv noch mal fahrbar, machbar, sich hier nach vorne zu fahren. Das ist nicht so einfach hier zu überholen auf Interlagos. Dann nutzt du eigentlich in der Regel die zwei langen Geraden. Also Ende, Start und Ziel. Dann heißt es richtig gut rauskommen, wenn es da nicht reicht, durch Senna S. Und dann dort überholen auf der langen Gerade. Aber so leicht ist das nicht. Da vorne sehen wir jetzt, wie geblockt wird. Da fährt ein GT-Tempel-Fahrzeug auf der Innenbahn. Oh, das trifft da auch wieder ein Audi der Sorgjungens. Das ist Patrick Brandenburg. Leicht den Audi von Christian Schupfner. Also Mücke und Sorg, die haben hier heute richtig Spaß. Da gibt es auch schon mal die Lichthupe. Und Manuel Weibel vom GT-Tempel-Team versucht auch noch mitzuziehen, den etwas aus dem Tritt gekommenen Christian Schupfner zu überrumpeln. Position gut gemacht von Roger Schmucki gegen... Nein, umgekehrt. Niklas Schneider geht vorbei an Roger Schmucki. Hier sehen wir es. Was macht die Spitze? Vecchio, der ist rangefahren. Und vorbei an Husfeld. Und der nächste wäre Tobias Czerny vom Team RSO. RSO war ja in dem vergangenen Rennen schon richtig stark unterwegs. Da hat es nicht ganz für vorne gereicht. Und auf der Außenbahn jetzt das Fahrzeug von SimRC und der beschleunigt da richtig gut. Was kann Czerny dagegen halten? Reicht es hier im Senna S jetzt mit der Innenbahn? Ein ähnliches Manöver, was zuvor Vecchio zum Verhängnis wurde. Und hinten ähnlich, aber es reicht nicht. Jetzt Vecchio mit der Innenbahn. Aufpassen, denn von hinten kommt Husfeld. Der hat ein richtig gutes Exit da erwischt und greift an, versucht sich die Position wieder zurückzuholen. Es fehlt aber am Ende der Schwung. Es reicht doch nicht. Was macht die Spitze? Berti, der macht schon mal 3,7 Sekunden gut auf Mike Nürnberg. Also eine starke, starke Leistung. Vorneweg bist du natürlich nicht im Bedrängnis und kannst deinen Stiefel einigermaßen runterspulen. Dafür geht es im Mittelfeld umso heißer her. Elmar Erlekotte, Stefan Petrat, die Teams, die hatten es ja im letzten Jahr richtig heiß miteinander in der damals noch DSTM. Da war das immer ein Kampf zwischen RSO und den Jungs vom Team Heusingfeld. Mittlerweile starke Konkurrenz bekommen, wir sehen es, mit den Jungs von Mücke Motorsports, dann SimRC und Sorg eSports. Und im Moment sieht es aus, als könnte Erlekotte da nicht so ganz das Tempo von Petrat mitgehen und macht so ein bisschen den Bremsklotz für Lennart Kaiser, ehemalig Zutreff, jetzt Mücke Motorsports, Sim Racing und die weiteren Verfolger. Lars Reinke, den wir hier jetzt mal onboard verfolgen können im AMG. Ja, durch diese leichte Senke durch. Ganz wichtig, hier innen zu bleiben. Das machen sie alle. So den Schwung mitnehmen, den Windschatten nutzen. Wir nähern uns schon gleich Rennhalbzeit. Die Zeit, die fliegt, die geht hier so schnell rum. Man kann gar nicht alles einfangen, was auf der Strecke vonstatten geht. Am Ende des Feldes. Huweiler, der es ja gerade noch so geschafft hat, hier in das erste Crit zu kommen. Vorbei auf der Innenbahn an Sascha Landgraf. Schönes Manöver vom ACR Zackspeed. Ferrari, der sich vorbeischiebt am Mücke Motorsport Sim Racing Audi R8 LMS. Oh, Stau gibt's hier im Mittelteil der Strecke. Da gibt es ja den richtigen Stau. Wer ist das da vorne? Das ist Maximilian Peckel. Der hält hier mal alle auf. So sieht es zumindest auf
dass Oliver Bayer da nämlich einen Ticken schneller könnte. Auch Nils Hartmann, Marcel Hellmann, Brandenburg, Schupfner, Weibel, das sind alles Fahrer, die dahinter sind. Und wenn man sich das anschaut, der führt den Zug an. Jetzt geht's wieder hoch auf die Start- und Zielgerade. Und das sind wirklich 3 Sekunden, die er da schon nach vorne verloren hat. Also er spielt den Bremsblock. Aufpassen, Hintergrund. Da wird, glaube ich, gerade Brandenburg von Schupfner angegriffen. Ja, so ist es. Schupfner auf der Außenbahn versucht, sich vorbeizuschieben. Innenbahn hat oft nicht geklappt. Jetzt auf der Außenbahn. Aufpassen, die beiden Audis nebeneinander. Und Schupfner macht das stark. Kann jetzt wahrscheinlich mehr Schwung mitnehmen. Oh, da gibt's die Kollision. Oder dreht er sich nur ein? Gibt's da tatsächlich den Ditcher? Oder war das ein Eindrehen von Christian Schupfner? Das müssen wir gleich nochmal aus der Onboard, aus der Sicht von Brandenburg Onboard uns zu Gemüte führen. Ja, wo soll er da hin? Wo soll er da hin? Und ich glaube, das war aber eher ein sogenannter Ghost Contact. Da war das Internet nicht ganz mit den beiden Fahrern. Aufpassen von oben. Hier schon mal extrem eng. Oder hat er sich da einfach nur eingedreht? Schwer zu erkennen aus der Sicht. Wir haben eine Live-Reko. Die wird das Ganze womöglich entscheiden. Da gibt es schon mal den ersten Ditcher. Ja, und beim zweiten Mal, da hat sich das Fahrzeug dann wohl einfach eingedreht. Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Nächster, der Position verliert, ist Manuel Weibel. Was ist mit ihm passiert? Angriffsversuch sind wir hier noch auf das Sorg eSports Fahrzeug. Ist das, glaube ich, auf der Innenbahn. Und dann kriegt er den Schlag, muss verzögern, kriegt den Schlag aus Heck. Und da sieht man, bei so einem dichten Fahrerfeld sind das gleich mal richtig viele Positionen, fällt da weit, weit zurück. 10 Positionen ging es zurück für Manuel Weibel. Da muss er sich jetzt wieder zusammenreißen. Das ist brutal ärgerlich, wenn du innerhalb einer Kurve so viele Positionen verlierst. Florian Krüger und Husfeld, während Veggio mittlerweile an Czerny sich vorbeifahren konnte. Und er ist on fire. Schnellste Runde von ihm, eine 1:30.968, ist damit fast die schnellste gefahren. Nur sein Teamkollege Berti, der war schneller. Und da hinten gibt es einige Überholmanöver. Wieder im Senna S geht's vorbei für Czerny an. Nein, für Erlekotte an Czerny. Und jetzt der McLaren nochmal mit dem Versuch vorbeizugehen am Teamkollegen. Reicht aber nicht, da ist er zu weit weg. Auf der Außenbahn, Carstensen gegen Schneider. Wer behauptet sich in diesem Duell? Es ist das Fahrzeug vom Team RSO gegen das Sorg eSports Fahrzeug. Ja, und da wieder das Bild. Team RSO schiebt sich vorbei. Das hatten wir doch, glaube ich, eben schon einmal während des Rennens. Stefan Jahn hat auch wieder ein bisschen gut machen können auf Mike Nürnberg. Das sind nur 7 Zehntel. Aber er guckt bestimmt auch mit einem Auge nach hinten. Oh, da kommt aber Veggio wieder weit raus. Aufpassen, Track Limits beachten. Denn das wurde extrem nochmal im Briefing betont. Track Limits beachten. Ansonsten wird hier hart durchgegriffen. Und hart greift auch im Moment Tim Berti durch. Beziehungsweise an, denn 5,6 Sekunden auf Mike Nürnberg ist aktuell der Vorsprung. Dann wird dieses Trio gleich zusammengeführt werden. Veggio wird aller Voraussicht nach relativ schnell kurzen Prozess mit Stefan Jahn machen. Petrat und Brandenburg. Petrat mit der Außenbahn. Jetzt gut platzieren, viel Schwung mitnehmen, nicht zu früh reinziehen in den Windschatten und dann den Schwung nutzen. Das Rausbeschleunigen. BMW Power gegen die Power des Audi R8 und das kann im ersten Moment der Audi für sich entscheiden. Dieses Duell haben wir aber weiterhin im Auge. Weiter hinten. Oh, da sind wieder einige Fahrer mehrfach nebeneinander und parallel. Das sind die Fahrer Hermann und Freimann, die da nebeneinander unterwegs sind. Und da sieht man, wie das Ganze funktionieren kann im Simracing. Schönes Lehrbeispiel, schöne Aufnahmen. Mehrere Kurven parallel, ohne Kontakt. So muss das sein, so macht das beiden Spaß. Und jetzt ist das eingetreten, was ich gesagt habe. Veggio ist rangefahren an Jahn, der fliegt hier sowas von über den Kurs. Jahn
auf der Innenbahn, macht die jetzt frei und gibt damit Vecchio die Möglichkeit, sich hier vorbeizubremsen. Und schon wieder ist Vecchio der Leidtragende. Also der hat heute richtig Pech. 2, 3, 4, 5, 6 Positionen gehen wieder in kurzer Zeit flöten. Oh, der ist heute aber einer, der richtig Pech hat. Sehen wir nochmal aus der Helikopterperspektive. Ja, toll. Da sehen wir gar nichts, denn da war gerade in dem Moment leider unsere Kamera von dem Banner bedeckt. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, ob man das aus seiner Perspektive erkennen kann. Ja, da gibt es einen leichten Schlag wohl möglich. Aber richtig ärgerlich und er ist wieder an der Gruppe dran, in der sich gerade Krüger verteidigen muss mit allen möglichen Mitteln. Denn der Audi R8 vom Team Heusingfeld hat die Position dich geholt. Position Nummer 6, das ist Christian Kiebit. Von 8 geht für ihn vor auf 6. Hier steht noch die Position von einer Runde zuvor. Also die Spitze, die ist bis zum Ende noch nicht entschieden. Vielleicht mit einem kleinen, ja, Wermutstropfen, denn hier sieht man es. Tim Berti, der hat komplett die Start- und Ziellinie Vorsprung. Wenn der keinen Fehler baut, wenn der keinen Fehler macht, dann dürfte es für ihn eigentlich ein fast ungefährdeter Sieg werden. Dann bin ich gespannt, was er berichten kann vom Rennen gleich im Anschluss bei den Interviews. Aber noch sind es gute 4 Minuten zu fahren. Mal schauen, wer es da schafft. Am Ende die Nase weiterhin vorn zu behalten. Oh, schön zu sehen. Vorne aufpassen. Da sehen wir einige Fahrer wieder miteinander sich duellieren. Und da gibt es auch wieder eine leichte Berührung. Ganz leichte Berührung. Christian Schupfner, Manuel Weibel. Ja, die haben sich auch gerade mal kennengelernt. Da den Lack ausgetauscht der beiden Fahrzeuge. Das GT-Tempel-Fahrzeug und vorne, das ist Lars Reinke. Beim Anbremsen. Das verzögert natürlich ein bisschen, verzerrt ein bisschen dieser Ziehharmonika-Effekt. Und vorne schiebt sich Vecchio wieder vorbei. Also der macht heute, glaube ich, insgesamt die meisten Positionen gut. Wieder zurück auf die 7 vorgefahren. Vorbei ging es da an Christian Kiebit. Kommt der Konter, Ende der Gegengraden. Ah, da ist er zu weit weg gewesen, um nochmal sich vorbeizuschieben. Und die haben keinen großen Rückstand auf die Spitze, zumindest auf einen greifbaren Platz von Jahren, wobei die ersten 30 jetzt absetzen konnten. Alle so ein bisschen in der Isolierzone unterwegs. Ganz besonders der Führende vom Team SimRCDE, Tim Berti. Der fährt da mal gute 7 Sekunden raus in knappen 20 Minuten. Mike Nürnberg, eine Fabelvorstellung auch von ihm. Liegt aktuell auf Rang 2. Stefan Jahn mit Position 3. Auch wieder sehr, sehr stark unterwegs. Und Florian Krüger verteidigt sich. Mal gucken, ob es jetzt diesmal besser ausgeht für Vecchio, wenn er sich wieder Anfang Senna ist, versucht vorbeizubremsen. Ende Start und Ziel wieder die weite Linie nimmt. Wieder ist es ein Sog E-Sports Fahrzeug da, welches er überholen muss. Auf der Außenbahn jetzt das Reinstechen. Wieder versucht, mehr Schwung mitzunehmen.
Aber da macht Krüger ihm schon mal so von vornherein klar. Ich gebe die Position definitiv nicht her. Bei mir kommst du so einfach nicht vorbei. Aufpassen beim Zurückfall auf die Ideallinie. Hat ihm aber da, glaube ich, auch nötigen Platz gelassen. Und da kommt er. Jetzt rauszucken. Schöner Angriffsversuch und schön durchgezogen von Vecchio. Der weiß, wie er das Fahrzeug bewegen muss. Der versteht sein Handwerk. Ja, namenhaft. Und das, was er zeigt, einer der stärksten Fahrer hier im Fahrerfeld. Und für Czerny wird es auch langsam ungemütlich. Denn Husfeld vom Mücke Motorsport Sim Racing Team macht Druck auf das Fahrzeug vom Team RSO. Es bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Ja, Berti, der muss durchbeschleunigen. Oder kann er noch abbremsen? Nein, das sind zu wenig Sekunden. Also wir werden wohl noch eine Runde erleben. 10 Sekunden. Also letzte Runde. Letzte Runde ist eingeläutet. Und die Spitze, die scheint relativ sicher. Aber was passiert dahinter? Was geht auf der Position 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter? Noch, da sind nämlich einige Plätze lange nicht entschieden. Man sieht es immer wieder schön in den Aufnahmen, wie nah die Fahrer beieinander sind. Wie eng hier die Duelle geführt werden. Und wir bleiben beim Kampf um die Position Nummer 4 und 5. Noch mit 1,3 Sekunden. Da sieht man, das ist viel, aber es ist auch nichts. Die Kamera springt nach hinten, denn da ist ein Pulk. Nils Carstensen vorne ist André Habedank und dahinter Niklas Schneider. Und Carstensen versucht auf der Innenbahn. Schneider mit einem ganz späten Bremsmanöver und dahinter auch nochmal Schmucki, der richtig spät verzögert. Und so langsam müsste der Führende auf die Start- und Ziellinie einbiegen. Genauso ist es. Es geht noch einmal berghoch und dann wird er sich den Sieg einfahren im heutigen Sprintrennen in Interlagos. Tim Berti, tolles Ergebnis, tolle Fahrt. Start-Zielsieg von ihm. Herzlichen Glückwunsch. Raus an ihn. Und dann Mike Nürnberg, ebenfalls souverän, war da lange unter Druck, konnte dem Druck standhalten, holt sich Platz 2 und Stefan Jahn vom Team RSO auf der 3, Czerny auf der 4. Da gibt es keine Positionsveränderung mehr. Dahinter kommen alle tatsächlich so, wie sie vorher unterwegs waren, ins Ziel, auch hier in dieser langen, großen Gruppe. Oder kommt da nochmal was? Kommt da hinten nochmal ein Angriff? Das ist Petrat, aber das ist zu spät gewesen. Und da der eine RSO, der denkt, ich fahre einfach noch weiter, ich habe noch ein bisschen Lust, und bremst richtig spät. Die letzten Fahrer werden jetzt das Rennen noch beenden. Wir sehen David Secker auf der 43. Position über das Ziel fahren. Ja, und Marcel Huweiler auf der 44. Aber muss dazu sagen, die Fahrer sind ja nicht unbedingt die Verlierer des Abends, sondern die sind schon Gewinner, allein dass sie sich qualifiziert haben für das erste Crit, was gar nicht so ohne ist. Das Ergebnis: ziemlich Audi-lastig, die erste Seite. Extrem Audi-lastig. Ja, 8 von 10 Fahrern mit dem Audi unterwegs. Wir haben es gesehen, die Zieleinfahrt der ersten 5. Vecchio wird 6. Krüger mit dem zweiten AMG. Also Nürnberg und Krüger mit den AMGs auf 2 und auf der 7. Kibit 8. Bücher 9. Maximilian Peckel, der zwischenzeitlich so ein bisschen wie der Bremsklotz gewirkt hatte, auf der 10. Das soll aber bitte nicht negativ rüberkommen. Berti übrigens mit der schnellsten Rennrunde in Rennen Nummer 1. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir warten auf die Fahrer, bis sie dann zum Interview kommen. Die zweite Seite, Stefan Petrat. Ja, hinter Schmucki, Baden, Schneider. Alles bekannte Namen. Hoffmann ebenfalls. Hartmann. Wir sehen, auf Seite 2 kommen dann doch einige BMWs zum Vorschein und die AMGs, die Audis fallen da ein bisschen weg. Mal sehen, wo wir den ersten Ferrari aufblitzen sehen. Und da blitzt er nämlich auf Position Nummer 24. Oliver Kemmersat und die
beiden McLaren von Czerny und Kaiser auf 22 und 23. Ja, aus verschiedenen Teams, aber mit dem gleichen Fabrikat unterwegs. Ja, es zeigt, dass mit dem Ferrari und dem McLaren aktuell nicht so viel machbar ist. Auch hier wieder zu sehen, McLaren, Vecker, der hat und sein Teamkollege hatten sich ja schon vorher entschieden, im McLaren zu fahren, damals ja noch unter dem Sutrive-Namen. Und die Ferraris von Giel und Riedel ebenfalls relativ weit hinten. Ja, wir haben auch einige Ausfälle zu verzeichnen, sehen wir da unten. Angefangen von Kranich, Landgraf, Frick, Jakob und Schmidt. Da ging es dann nicht ganz so weit am heutigen Abend im ersten Rennen. Gucken, ob die ersten Fahrer da sind. Ja, Stefan Jahn ist schon da, dann holen wir den doch gleich zu uns. Mal schauen, ob die anderen auch noch dazukommen. Ja, schönen guten Abend dir, Stefan. Ja, hallo Manuel. Ja, es war doch zwischenzeitlich ein bisschen aufregend für dich, hatte man das Gefühl. Am Ende wurde es dann relativ ruhig. Wie waren die Zweikämpfe? Sehr intensiv, oder? Ja, es war ein interessantes Rennen, muss man sagen. Also der Start, gut getroffen. Und in den ersten anderthalb, zwei Runden hatte ich das Gefühl, dass die beiden Semercy-Autos von Berti und Vecchio nicht so schnell waren. Weiß nicht, ob sie nicht konnten. Jedenfalls hat sich da fast schon ein bisschen gestaut. Und ja, danach ist der Tim Berti vorne weggefahren. Keine Chance, wirklich viel zu schnell für uns. Und ja, am Mike konnte ich ganz gut dranbleiben. Und ja, dann gab es einen kleinen Kontakt mit dem Gianni. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, ob ich zu wenig Platz gelassen hat oder er ein bisschen zu weit geschoben ist. Ja, danach war das Lenkrad ein bisschen krumm, aber es war alles noch fahrbar. Ja, und dann habe ich es nach Hause gebracht, weil nach hinten die Lücke ja schon relativ weit auf war. Ja, du hast bestimmt mitbekommen, der Gianni, der war mal da, war mal wieder weg. Ja. Wie wirkt sich das so aus, wenn man sieht, ein Fahrer, der ist eigentlich richtig schnell, der gehört locker auf die ersten drei Positionen und dann ist er mal da, wieder weg. Was geht da in einem vor oder ist man so fokussiert, dass man das gar nicht so extrem dann wahrnimmt? Ja, es bringt natürlich ein bisschen Unruhe ins Feld. Ich meine, der Gianni hatte, glaube ich, dann in der ersten Kurve, in der dritten oder vierten Runde einen kleinen Fehler gemacht, hatte da zwei, drei Plätze verloren. Und ja, dann sagte Tobi, mein Teamkollege, nur, oh, der Gianni ist schon wieder dran und macht Druck. Ja, und dann kam er da auch relativ schnell vorbei. Ja, ist natürlich ein schneller Mann, keine Frage. Und ich hätte es jetzt probiert, mich außenrum zu verteidigen. Und dann gab es eigentlich schon vor dem richtigen Einlenken den Kontakt Seite an Seite. Und ja, dann hat er sich dabei leider wieder weggedreht und Plätze verloren. Und ja, jetzt schauen wir mal, was das Hauptrennen bringen wird. Bringt natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Würze da rein. Ja, Taktik fürs Hauptrennen in Interlagos. Früher Stopp ja nicht unbedingt so zu raten. Wird es dann wieder so ein bisschen nach Bauchgefühl gemacht oder legst du dir da jetzt schon vorher eine Taktik zurecht? Ja, es gibt für mich eigentlich nur eine Taktik. In den ersten Runden das Auto ganz lassen und probieren, so weit wie möglich mitzuschwimmen und nach 10, 15, 20 Minuten, dann kann man sehen, wo man steht und wie die Pace ist. Und vorher macht es, glaube ich, keinen Sinn, weil man sonst wieder schnell ans Feld hinten aufschließt und da zu viel Zeit verliert. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es gleich für dich laufen wird in den 60 Minuten. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dann darfst du dich schon mal vorbereiten aufs Rennen und wir machen weiter mit dem Sieger des ersten Laufes. Tim, schönen guten Abend dir. Das war ja ein Rennen wie im Bilderbuch. Start, Ziel, Sieg. Und dann mit einem Vorsprung von über 7 Sekunden. 7 Sekunden ist doch in 20 Minuten auf der Strecke ein richtig, richtig dickes Brot, was du da der Konkurrenz aufgelegt hast. Ja, ich denke mal, es macht keinen Unterschied, ob es jetzt eine Sekunde oder eine Minute ist. Wichtig ist Platz 1. Also es lief alles nach Plan, sage ich mal. Gutes Qualifying gehabt. Nur am Start in Kurve 1 mal kurz einen Schreck gekriegt. Also ich dachte, vielleicht sticht der Mike da in rein. Aber danach lief wirklich alles nach Plan für mich. Konnte relativ schnell eine Lücke reißen. Und dann hieß es nur noch, das Ding heimfahren, keine Risiken eingehen. Und ja, ist gut. Freue mich. Ja, wie war die Kommunikation mit Gianni, der ja wirklich heute ein Jojo war, vorne, hinten, dann wieder vorne. Hat man da kommuniziert oder seid ihr da beide komplett im Fokus und unterhaltet euch nicht?
Es kommt darauf an, also wir hatten vor dem Rennen mal abgemacht, falls wir zufällig in Reihe 1 zusammen stehen, dann wollen wir uns vielleicht nicht zu heftig attackieren in Kurve 1, weil wäre ja auch irgendwie ziemlich dumm, wenn man sich da als Teamkollegen gegenseitig rausnimmt. War aber eh nicht so, weil der Mike wohl recht gutes Quali gefahren ist und wir haben ja gar nicht groß kommuniziert, weil ich denke, er war da hinten beschäftigt. Ich war ganz froh, dass ich, wie gesagt, da vorne allein unterwegs war, ohne viel in den Rückspiegel schauen zu müssen. Ich denke mal, falls man als Teamkollegen jetzt miteinander ist, knapp zusammen ist, dann kommuniziert man da schon mal, was jetzt schlauer ist, ob man vielleicht den anderen durchlässt, weil der schneller ist und so weiter. Aber ja, war nicht so. Mal schauen, wie es in Rennen 2 ist dann. Ja, hast du dir da eine Taktik für Rennen 2 zurechtgelegt oder einfach volle Kanne nach vorne und schauen, was kommt? Aber bitte nicht volle Kanne nach vorne. Das geht selten gut aus. Ja, zuerst möchte ich es mal besser machen als beim ersten Auftaktrennen in Road America. Da hatte ich nämlich ja, ein bisschen langsam geschalten. Da hat sich, glaube ich, der Alex vor mir weggedreht mal, als wir da im Zug gefahren sind. Und ich habe ein bisschen zu langsam reagiert und bin ihm dann reingeknallt. Und sowas heißt natürlich zu vermeiden. Es wird mit Sicherheit eine interessante Angelegenheit, vor allem in Kurve 1 am Start. Das ist immer recht eine haarige Angelegenheit hier in Interlagos. Und ja, erstmal beten, dass man da heil durchkommt und dann nicht zu viel riskieren. Und ich glaube, in der Meisterschaft ist die Punktevergabe jetzt auch so aufgeteilt, dass das jetzt nicht so viel Unterschied macht, ob man da jetzt das Rennen gewinnt oder ob man dann als Fünfter oder Dritter ins Ziel kommt zum Beispiel. Deswegen wirklich erstmal durchkommen. Erste Devise. Ist eine gute Herangehensweise, finde ich sehr, sehr clever. Und da geht natürlich auch um eine Meisterschaft. Dann danke ich dir, drücke dir die Daumen und richtig viel Spaß fürs zweite Rennen und jetzt beim Vorbereiten. Danke. Jo. Mike Nürnberg, der Kimi Räikkönen neben Frederik Rasmussen des Sim Racings, also ganz wortkarg, der ja, ist fast verständlicherweise nicht hier zum Interview gekommen. Mal schauen, ob er nach dem zweiten Rennen, sofern er da auf dem Podium ist, zu uns stoßen wird. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Die Fahrer bereiten sich vor auf Rennen Nummer 2. 60 Minuten gleich im Anschluss. Und dann geht's auch bei uns weiter. Wir wechseln den Server. Und dann der Hinweis auf die nächsten Streams in der kleinen Unterbrechung. Da auf jeden Fall schon mal die ganzen Streams markieren, die interessant sind. Eigentlich sind alle hochinteressant, spektakulär, sehr, sehr starke Fahrer, die wir in den nächsten Monaten in den diversen Rennserien verfolgen dürfen. Also, kurze Unterbrechung und dann geht's gleich los mit dem Hauptrennen. Ich freue mich riesig drauf, wie immer. Also, nochmal, wie immer erwähnt, alles nachladen, Chips, Cola. Bier, Wasser, was auch immer, eine Pizza, den Salat und dann einfach die Füße hochlegen und Sim Racing der Extraklasse genießen. Bis gleich.
Und das war ja fast eine Punktlandung mit dem Zurückkommen auf dem Server und der Unterbrechung. Ja, die Frage kam auf, es gibt eine Live-Reko. Ja, es gibt eine Live-Reko aktuell für zwei Crits, für Crit 1 und für Crit 2. Und ob die immer da mitkommt für jede Situation bei über 100 Fahrern, bei extrem vielen Vorfällen, das kann ich leider nicht versprechen, könnte aber das in einer gewissen Weise nachvollziehen, wenn das ein oder andere Gehakel erst nach dem Rennen besprochen wird oder geahndet wird. So ist es leider. Aber mal schauen, wie lange wir auf einer 2-Grid-Lösung unterwegs sind. Im Moment mit, wie gesagt, knapp 100 Fahrern wird das schon noch eine Zeit dauern. Leider gibt es ja bekanntlich immer eine kleine Fluktuation, vor allem wenn es denn dann endlich mal wieder in Richtung Sommer geht. Aber das ist noch ein bisschen hin bis da. Also genießen wir doch umso mehr diese klasse, starke Fahrer. Dieses starke Fahreraufgebot, welches wir im Moment in der Avia DGTM geliefert bekommen. Wie immer wichtig, sich wieder vorzubereiten. Mehr Tank bedeutet anderes Fahrverhalten und so weiter. Vielleicht noch mal ein bisschen Mut zu fahren in den Kurven, die in Rennen 1 so nicht ganz geklappt haben. Einfach durchfahren und für sich ein gutes Gefühl finden, bevor es gleich mit dem fliegenden Start in die 60 Minuten geht. Ich bin, muss man sagen, immer noch sehr positiv überrascht von der Startphase in Rennen 1. Dass ZRS bei so vielen Fahrzeugen in der Regel ein, ja, wie soll man sagen, Unfallgarant, also sehr wahrscheinlich, dass da was passiert. Umso schöner, dass alle durchgekommen sind durch die ersten Kurven, zumindest fast alle zwei, drei Fahrzeuge, die nach einer Runde gestanden haben. Aber ich glaube, am Start hat es da noch keinen zerlegt gehabt. Ben Schmidt, den haben wir hier im Bild, übt gerade ein bisschen das Rückspiegelschauen mit seinem R8, wird davon an dem AMG verfolgt. Und der Mann, der das Rennen gewonnen hat, jetzt durch das Reverse Crit ein bisschen härtere Aufgabe hat. Also dann heißt erstmal durch einen Teil der Fahrer durchfahren. Durch die ersten 11 Fahrer muss er sich durchschieben, um wieder vorne zu stehen. Strategie, Boxenstopp, früher Boxenstopp auf der kurzen Strecke in Interlagos eigentlich nicht so wirklich zu empfehlen. Aber natürlich lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Überrundungen werden wir in 60 Minuten definitiv einige erleben dürfen. Auch wenn hier wirklich viele, viele Fahrer extrem schnell unterwegs sind. 2 Sekunden, ja, der größte Abstand meiner gewerteten Zeit war 5 Sekunden, aber das ist zu Crit 2 in der Qualifikation. Das sind Welten, aber Crit 1 in der Qualifikation innerhalb von 1,5 Sekunden, das ist eine Zeit, das sind Zeiten, die sind ordentlich beieinander, mit denen kann man definitiv leben. Und so heißt es jetzt noch gut 15 Sekunden, bis es endlich in Rennen 2 geht. Und die Fahrer erneut sich der Strecke und den Gegnern erwehren müssen. Aufnahme der Boxenanlage, die ja Pflicht ist.
Reifen müssen gewechselt werden. Also da muss man strategisch fahren. Man muss überlegen. Man könnte natürlich eine Stunde durchfahren. Aber ob das Ganze etwas spannender zu machen, wird hier drauf Wert gelegt, dass die Fahrer einen Boxenstopp ablegen. Und leider schon wieder das Phänomen, dass ich keine Fahrer sehe. Ah, das ist ärgerlich. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Hoffen wir, dass das Ganze sich gleich beheben wird. Also wir sehen keine volle Einführungsrunde. Aber was wir sehen, ist ein sehr groß und vollgepacktes Fahrerfeld. Und dann geht's los in die Einführungsrunde. Base Car steht. Die Einführungsrunde halb. In der ersten Reihe sehen wir das. SRA-Fahrzeug, dann das Sorg-E-Sports-Fahrzeug. In der zweiten Reihe ebenfalls das Sorg-E-Sports-Fahrzeug neben dem GT-Tempel-Fahrzeug. Oh, da vorne ist eine große Lücke. Jetzt schon in der Einführungsrunde. Da gibt das Pacecar aber mal ordentlich Dampf. Da sollte kein zu großer Abstand sein. Jetzt schnell mit viel Geschwindigkeit wird es Richtung Senna S gehen. Und diesmal hoffen wir, dass es auch für alle Fahrer gut geht. Fliegender Start mit mehr Geschwindigkeit. Natürlich auch ein bisschen größeres Risiko des Verbremsens. Da sieht man, wie voll das erste Crit ist. Das zweite Crit, was morgen hochgeladen wird in der Zusammenfassung, ist ebenfalls prall gefüllt. Also erste Reihe Hartmann, Bayer, dann Peckel, Bücher, Kiewit, Krüger, Vecchio, Czerny, Husfeld, Nürnberg, Jan, Berti, um die ersten 12 zu nennen. Die umgekehrte Startreihenfolge, in der es jetzt losgeht, in die 60 Minuten. Zweites Rennen des zweiten Laufes, der zweiten Woche der Avia DGTM 2018. Live auf SRDTV. Aus Interlagos. Und jetzt geht's los. Sehr, sehr guter Start der beiden Sorgfahrzeuge. Und das SRA-Fahrzeug. Meine Güte. Verliert da einige Plätze. Fällt schon drei Plätze zurück. Und jetzt wird's da eng werden in der ersten Kurve. Da wird sich zusammenstauen im Senna S. Und da hinten gibt's schon den ein oder anderen Kontakt. Und ein Ford, der ganz langsam unterwegs ist. Das ist der Ford von Fabian Jungblut. Der ist nach Rennen 1 in das erste Crit mit seinem Ergebnis geschafft hat. Und an der Spitze Hartmann, der Gewinner. Und Bücher, der ebenfalls sich platzieren konnte vor Oliver Bayer. Peckel, der bleibt auf der 3. Bayer, der Verlierer, verliert zwei Positionen. Direkt gefolgt von Kiewit. Und was macht Vecchio? Vecchio, der macht das, was er schon in Rennen 1 gemacht hat. Was er am besten kann. So schnell fahren, wie es geht und möglichst an allen vorbeifahren. Aber Krüger, der zeigt ihm auch, so einfach wirst du an mir nicht vorbeikommen. Und hinten sehen wir Berti, der ist zurückgefallen, eine Position verloren. Denn Marcel Heimann, der ist richtig gut gestartet, vorbei an Berti und Jan gekommen in der Startphase. Czerny gegen seinen Teamkollegen Erle Kotte auf der Außenbahn. Czerny jetzt mit dem McLaren einen Ticken davor, geht jetzt parallel nebeneinander her und das könnte richtig viel Zeit kosten. Die sollten sich da einig werden, wer welche Position innen hat. Jetzt dieser Criss-Cross-Versuch von Czerny gegen Erle Kotte und Erle Kotte, der sorgt fast dafür, dass jetzt Lennart Kaiser aus dem Windschatten raus beide überholen kann. Auf der Außenbahn verhungert er jetzt, denn da macht Erle Kotte mal die Tür zu. Was macht die Spitze? Die Spitze, die ist nebeneinander unterwegs. Und Hartmann, der ist vorbei an Bücher und Bücher verliert gleich noch eine Position. Kommt ihr komplett aus dem Tritt, kommt komplett raus, zwei Positionen schon verloren. Jetzt geht noch die dritte an das SRA-Fahrzeug verloren, an die Sim Racing Academy mit Oliver Bayer und dann Kiewit vom Team Heusingfeld ebenfalls noch
fast dabei, vorbeizuziehen. Jetzt muss Kiewit stark noch sich vorbeidrücken. Bücher, der hat richtig federn lassen müssen. Ist das eine Katastrophe für ihn? Einmal nicht aufgepasst und dann ist Position 2 sofort hin und weitere Position. Und Mecho auf der Außenbahn gegen Mike Nürnberg. Tolle Linienwahl. Geht hier nochmal raus mit mehr Schwung. Hat jetzt die freie Linie. Macht das clever. Gleich zwei Positionen holt er sich. Was war das für ein starkes Manöver? Vorbei an Nürnberg und an Florian Bücher. Das war ja ein unglaubliches Manöver. Ganz clever gefahren. Hat man gesehen, wie er da ausgeholt hat. Und dann an beiden sich vorbeigedrückt. Das war ein starkes Ergebnis. Für Berti läuft es nicht ganz so optimal. Carstensen, der sich hinter seinen Teamkollegen Stefan Jahn hängt. Und damit Berti verdrängt. Nein, Moment. Carstensen ist noch dahinter. Habe ich mich ein bisschen täuschen lassen. Eben, wo vorne? Auch ganz eng. Was ist da vorne für ein Duell? Oh, das müsste das Kfz Teile 24 Fahrzeug gewesen sein. Jetzt Berti. Aufpassen. Hoffmann mit viel Schwung. Raus mit dem BMW. Aus dem Senna S. Das haben wir vorhin schon oft gesehen. Dieses viel Schwung mit rausnehmen. Und dann versuchen, sich vorbeizudrücken. Ende der Gegengraden. Und dann geht es in den Street Ride fast rein. Da verzerrt die Kamera. Hoffmann stark auf der Bremse. An Berti vorbei. Und Schneider, der macht es ihm fast gleich. Aber auf der anderen Linie. Auf der Außenbahn. Jetzt hat er die Innenbahn. Hoffmann keine Chance gehabt. Berti mit der besseren Linie bleibt davor. Vecchio mittlerweile auch vorbei an Kiewit. Und es sind nur noch drei Fahrzeuge vor ihm, bis er freie Fahrt hat. Und Nürnberg, Zweitplatzierter, der kommt ein bisschen jetzt wieder unter Druck. Und jetzt kriegt er den Schlag auf Seck und steht da ganz ungünstig. Das nächste Sorgfahrzeug, das gedreht wird. Und das gibt eine Kettenreaktion. Das sind Nürnberg und Krüger, die jetzt zurückkommen. Und Nürnberg fällt richtig weit zurück. 29. Position. Jetzt geht es gleich zurück auf 30, wenn Martin Hamann sich noch vorbeidrücken kann. Und der nächste, der da... Oh, Stefan Petrat. Die stehen da aber richtig weit draußen. Was ist denn da passiert? Mit Stefan Petrat und Patrick Brandenburg. Da sind wir recht weit zurück. Okay, da kommen sie noch gerade so durch an den beiden Sorg-E-Sports-Fahrzeugen, die sich weggedreht haben. Was war dann hier los? Oh, ganz spät auf der Bremse und dann geht's nebeneinander einfach nach draußen. Oh, ich weiß nicht, da hat Petrat, glaube ich, die Lücke größer gesehen. Da war die Lücke da, aber Brandenburg hat ihn da meiner Meinung nach einfach viel zu spät erkannt und somit war es das. Und Vecchio, der ist schon auf der 2. Meine Güte, wir waren hier gerade in einer kurzen Wiederholung und schon ist der Junge auf die 2 vorgefahren. Was ist denn dem wieder los? Der ist da mit so viel Wut wohl im Bauch, mit so viel Frust, dass es für ihn jetzt schon auf die Position 2 ging, während Peckel zurückfällt, geschluckt wurde von Kiewit und Bayer, der ebenfalls jetzt weites rausfahren ist. Erlaubt, also zwei Reifen dürfen da so weit raus und Bayer ganz schlecht rausgekommen auf die Start- und Zielgerade, war da sehr weit draußen, reicht der Schwung, um sich zu behaupten für Kiewit, der mit viel, viel Schwung rangeflogen kommt. Da sieht man das aus seiner Onboard mit Windschatten, gutem Exit, geht jetzt wieder in die Anbremsphase des Senna S rein, Innenbahn, um viel Schwung mitzunehmen. Durch die zweite Kurve und dann rausbeschleunigen, hinten bleiben und Vollgas durchdrücken. Und hoffen, dass das Fahrzeug so gut abgestimmt ist, dass da nicht viel passiert. Nächster Ausfall für Medling und er macht einen regulären Stopp. Nürnberg ist wieder unterwegs. Der war bestimmt an der Box, hat sich jetzt Reifen geholt. Effay ebenfalls an der Box gewesen, Huweiler an der Box gewesen, Brandenburg und auch Bernd Giel gerade an der Box. Der nächste, der an die Box kommt, das ist Christian Schupfner.
Also viele mit der Strategie früh an die Box fahren, um sich dann über die Boxenstrategie mit der wohl möglich freien Fahrt etwas besser zu platzieren. Der Führende, der braucht noch kurz, bis er wieder über Start und Ziel kommt und dann dieses riesen Fahrerfeld in die nächste Runde führt, in die dann sechste Runde, während Janivecu sich mittlerweile auf Position 2 mit einer richtig guten Pace ranschiebt an Nils Hartmann. Letzte Umrundung, bevor die zu Ende geht. 1:31.9 gegen 1:31.5 von Vecchio. Da sehen wir es. Die beste Gewertete nicht irritieren lassen. Das war die ohne Fehler. Die letzte Umrundung war eine 1. Jetzt geht ihr aber richtig runter. Und dahinter zwei Fahrzeuge im Parallelflug. Kiewit und Bayer. Bayer verteidigt sich für den Moment. Hält da die dritte Position fest. Kommt Kiewit vorbei, wenn die beiden sich nicht einig sind? Was macht Peckel? Kann Peckel sich vorbeischieben? Hoffmann ebenfalls an der Box, also auch mit einem richtig frühen Boxenstopp. Wir gehen etwas ins Mittelfeld. Erlekotte und dahinter Czerny. Die beiden Teamkollegen. Oliver Kemmersat, gefolgt von Jan... Hinterlass Reinke, so rum. Hier haben wir jetzt Jan Fecker im Bild. Robert Riedel auf der 26. Und der bestplatzierteste der Boxenstoppfahrer, das ist der junge Mann hier, David Hoffmann. Vor seinem Teamkollegen, der gerade ins Senna S einbiegt, Mike Nürnberg. Beide jetzt an der Box gewesen, nachgetankt, minimal Reifen gewechselt. Und die Spitze, die ist nah zusammen. Da geht's jetzt gleich wahrscheinlich vorbei für Gianni Vecchio mit seinem Audi an dem Audi von Sol eSports. Also SimRC.de-Fahrer Gianni Vecchio mit den besten Möglichkeiten, sich die erste Position zu holen und für das Team, wenn alles klappt geht, zwei Siege einzufahren. Beziehungsweise das wäre ein starkes Teamergebnis. Er wäre dann der zweite Sieger am heutigen Abend, aber noch sind es 50 Minuten. Wir haben gesehen, wie schnell das gehen kann. Da hat Hartmann nicht wirklich stark dagegen gehalten. Und Unfall in der ersten Kurve. Da stand Peckel und Bayer. Peckel und Bayer standen eben hier. Was ist da passiert bei den beiden? Oliver Bayer. Hier ist er noch vor Kiewit, der mittlerweile dadurch natürlich auf die 3 vorgefahren ist. Wir sehen das Ganze von oben gefilmt. Kiewit auf der Innenbahn, schiebt sich da womöglich schon vorbei. Kommt dann vielleicht Bayer leicht aus dem Tritt. Ah, da vertut sich Peckel. Kommt zu hart über den Körb. Oh, und die Fahrer dahinter müssen ausweichen. Geht aber alles gut. Und dann hebt das Fahrzeug ab. Übersteuern. Oder wird rübergeschleudert und dann gibt es den Treffer gegen Oliver Bayer, dem Fahrer von der SRA. Und zurück auf Position 12. Wie gewonnen, so zerronnen. Und für wen es diesmal etwas besser läuft, der Unglücksrabe aus so vielen Rennen im Ferrari Cup, ist er Führung liegend ausgefallen oder ja, hat sich mit der Boxenstopp-Strategie vertan, war dann raus aus dem Führungskampf kurz vor Schluss, dann in der VVLN auch in Führung liegend mit Problemen Berti vorbei an Carstensen, ja, um den Gedanken noch fortzuführen, oder kommt der Konter von Carstensen, Husfeld nämlich dort mit einer Stop and Go belegt und damit auch da die Führung hergegeben und am Ende, oh, beim Boxen ausfahren, da gibt's fast noch den Kontakt mit Florian Bücher. Oh, war das knapp, war das eine knappe Kiste gerade. Nein, das war nicht Florian Bücher, das war ist ja GT Tempel Florian Bücher, das war einer der Kfz Teile 24 Fahrzeuge, sprich einer der Mücke Motorsport Sim Racing Fahrzeuge, und das ist eine Überrundung gewesen, die hier fast noch dafür sorgt, dass es zu einem Unfall kommt. Heinz Braun, den wir im Bild haben, auf Rang 35 hinter dem Dirten
Sorg AMG von Florian Krüger. Also da ist auch nochmal irgendwie sich zusammenreißen für die nächsten 47 Minuten und das Rennen über die Runde zu bringen. Mal schauen, Mecho setzt sich schon unglaubliche 2,5 Sekunden ab. Da kann Nils Hartmann das Tempo nicht ganz mitgehen. Kiewit auf der 4 liegen, Tuusfeld auch. Die sind alle in Schlagdistanz, das sieht man. Wenn man hier so das ganze Fahrerfeld immer wieder eingefangen bekommt. Robert Riedel, der jetzt von Freimann attackiert wird auf der Außenbahn. Jetzt mit der besseren Linie in runter den Berg und Schwung holen und versuchen den Ferrari auszubeschleunigen auf der Geraden. Ja, saugt sich jetzt ran im Windschatten und dann das Rausscheren auf die Innenbahn. Keine Kampflinie von Riedel. Lässt er den da etwa ziehen? Nein, das reicht nicht, sich vorbeizudrücken. Und jetzt kommt er zu weit raus, aber auch da schafft es Freimann nicht, Profit draus zu schlagen und bleibt weiterhin auf dem 24. Rang. Wenn das so weitergeht, dauert das nicht lange. Man sieht es. Er ist schneller. Er kann sich immer wieder zeigen. Und wenn du so nah hinterher fährst und so oft rauszuckst, dann bist du schneller unterwegs als der Vordermann und wirst über kurz oder lang, wenn du selbst nicht zu nervös wirst, auf die Positionen gut machen können. Stefan Jahn mit einer richtig guten letzten Runde macht ordentlich Zeit gut auf Tuusfeld. Das war eine knapp halbe Sekunde, die er ihm da abgenommen hat in der letzten Umrundung. Und somit ist er jetzt in Schlagdistanz. Und Tim Berti auf der 6. Hat sich dann auch vorfahren können, natürlich ein bisschen profitiert von den Unfällen, die im vorderen Feld geschehen sind. Und der führende, der Fahrer mit einem Boxenstopp weiterhin, David Hoffmann, vor seinen Teamkollegen Schneider, Nürnberg, Peckel. Also seine drei Teamkollegen hinter ihm. Und das ist auch eine richtig enge Kiste. Da sehen wir es, die beiden am BMW, ganz nah beieinander. Nach hinten zu den anderen beiden ist es dann tatsächlich nochmal ein Tick mehr. Czerny an Bücher sich am Ausprobieren. Wo geht's vorbei am Audi vom GT Tempel Racing Team? Es ist eine Herausforderung am heutigen Abend, einen Weg vorbeizufinden. Das Rauffahren auf die blaue Markierung, auf diesen blauen Streifen mit zwei Reifen erlaubt. Nicht mit mehr, das ist dann außerhalb der Strecke, nicht die Track Limits eingehalten und wird dann auch geahndet werden im Laufe des Rennens. Der Oliver Bayer, der Pechvogel, wird da getroffen vom Sorg eSports Audi und fällt zurück und müsste sich auch gegen Roger Schmucki dann wären und zurückstecken. Elmar Erlekotte wäre der Nächste. Vielleicht hat das Fahrzeug von Oliver Bayer da einen Schaden von gezogen durch diesen Unfall. Und so langsam wird es auch für Nils Hartmann unangenehm, denn der Nächste schiebt sich ran. Es ist der Audi vom Team Heusingfeld. Ich glaube, ich habe es in einer Übertragung gesagt, beiden Teams, die treffen sich, egal wo sie fahren. Team Heusingfeld und Sorg eSports. Egal wo sie fahren, ob es die privaten Ligen sind, ob es die offiziellen Serien sind, das Epic-Fahrzeug auf einer interessanten Linie unterwegs, bleibt aber vor den beiden SRA-Fahrzeugen. Ja, um den Gedanken noch zu Ende zu bringen, die beiden Fahrzeuge, die
treffen, egal wo, immer wieder aufeinander, beziehungsweise die beiden Teams. Und haben immer interessante Zweikämpfe, und wenn man sich das dann so anhört, die haben auch richtig Spaß dran. Die schätzen sich, die gehen gut miteinander um, und das hoffen wir jetzt auch von dem Trio hier, während der nächste an in die Box gefahren ist. Habedank, der relativ weit vorne war, fällt jetzt dann Stück für Stück zurück. Hoffentlich kommt er gut raus. Vorne sehen wir drei Audis hier im Bild. Und jetzt ganz spätes Rauszögern. Kleiner Überraschungsangriff gegen den Audi von Mats Torge Husfeld. Und das könnte fast reichen für Jan, wenn denn Husfeld jetzt einen schlechten Bremspunkt erwischt. Die Doppelrechts ist aber ihm. Die Doppelrechts ist die Innenbahn. Husfeld auf der Außenbahn. Jan, oh, der kommt da weit raus. Aufpassen, dass er davon nicht zu viel Profit schlägt. Und jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Jan, oder? Nein, der hat's immer noch nicht. Husfeld hält da stark dagegen. Richtig stark, wie er hier fährt und behauptet sich. Und jetzt Jan unter Druck von Berti. Aufpassen. Sonst macht der gleich auch noch eine Position gut. Husfeld. Anbremsen. Und da sieht man die beiden SRC-Fahrer, jetzt habe ich es, fahren am Ende der Strecke doch relativ weit raus, onboard beim SIM-RC Audi. Ja, und ab morgen gibt es dann auch im Dashboard Anzeigen. Da können wir uns drauf freuen, da sehen wir auch in welchem Gang die Jungs unterwegs sind. Schon wieder der Angriffsversuch. Und jetzt kommt der Fehler. Da ist der Fehler von Husfeld. Und die Position geht flöten. Und die nächste auch noch. Berti auf der Außenbahn mit viel Schwung. Das erinnert so ein bisschen an das Manöver aus der Formel 1. Im Regen ging es damals ja auch außen vorbei. Tolles Manöver, auch wenn wir noch keinen Regen in iRacing haben, aber wer zwischen den Zeilen lesen kann und sich ein bisschen gefasst hat, gab es ja schon Anspielungen, dass das bald kommen wird, Regen. Oh, und hier auch ein nächstes Duell. Auch beide fair miteinander unterwegs. Kemmersatt und Kalteier. Außen der Ferrari vom German Sim Racing BE, Oliver Kemmersatt, und dann haben wir Kevin Kalteier, Heike Motorsports davor, der sich gut erwehren kann gegen den druckmachenden Ferrari von hinten. Video ist jetzt verrückt, per Sekunde schneller als die Verfolger, 7 Sekunden Vorsprung für ihn bereits. Und Hartmann, für den wird es, wie gesagt, Runde für Runde unangenehmer. Runde für Runde bekommt er mehr Druck von hinten von den Verfolgern. Und jetzt reicht's für Kiewit. Ja, aber wenn jetzt Hartmann das gut gemacht hat, kommt er mit mehr Schwung raus und kann sich die Position wiederholen. Da sieht man, der kam da mit viel Schwung raus und jetzt der Konterversuch auf der Außenbahn. Wir haben gesehen, dass das machbar ist, aber in dem Fall nicht. Wieder die Innenbahn suchen, Hartmann aber steckt zurück, sagt sich, gut, ich fahre jetzt meinen Schuh runter und dann schauen wir, was nach vorne machbar ist. Erlekotte in der Box gewesen und auch Freiling in der Box. Der steht aber ganz interessant in der Box. Das ist nicht typisch, dass man da so steht. Hat er fast den Boxenplatz verpasst. Ja. Kurios, wie er da steht. Und der Führende, der Aufbieg auf die Start- und Zielgerade. 38 Minuten noch zu absolvieren. Was macht das Mittelfeld? Dann haben wir ein RSO-Fahrzeug. Ne, das war ein GT-Tempel-Fahrzeug. Raus. Zacken.
und an die Box fahren. Immer noch das Fahrzeug, das erste der Fahrzeuge, die an der Box waren. Dann Schneider Nürnberg, die sind beide mittlerweile komplett dran, auch Habedank dran. Peckel ist zurückgefallen, dem hier. Und Hoffmann, der hält da so ein bisschen seinen Teamkollegen auf. Niklas Schneider schiebt ihn da fast an. Bücher an der Box, Kemmer seid an der Box, die werden auch die Position jetzt hergeben müssen. Auf der 12 liegend, Lennart Kaiser mit seinem McLaren, aktuell auch bestplatzierter McLaren. Nein, Quatsch, denn Czerny, der ist da noch ein Platz davor, Entschuldigung. Also Czerny und Lennart Kaiser, die waren ja vorhin schon hintereinander ins Ziel gekommen, in dieser Reihenfolge wieder ganz nah beieinander, die beiden McLaren-Piloten. Sie sind rar, es sind ganze vier McLaren. MP4 12C GT3 im ersten Crit vorhanden und der schnellste aktuell auf der 11. War vielleicht auch interessant, die ersten 8 Fahrer, allesamt Audis. Nein, gar nicht wahr, denn Nils Carstensen im BMW ist auf der 8. Also die ersten 7 Audis. Dann haben wir einen BMW, 2 Mercedes, 2-mal McLaren, 1-mal BMW, 1-mal Audi und dann bunt gemischt. Wo ist bitte der erste Ferrari? Der erste Ferrari ist Danke. Robert Riegel müsste der erste sein. Auf Rang 17 ist der Ferrari, zweitbester Ferrari aktuell auf Gesamtrang 27 liegend. Daniel Frick. Und schiebt sich zusammen, denn Berti schließt auf dieses Duo, macht ein Trio raus und zieht Stefan Jahn mit sich, so wie die anderen Verfolger. Naslund im Moment in der Box. Tim Berti, den Viertplatzierten, den Teamkollegen vom Spitzenreiter, und der Sieger aus Rennen 1. Was macht er? Er hat gesagt, er lässt sich relativ locker angehen. Guckt, was er macht. Auch hier Hartmann schön auf die Innenbahn. Gibt ihm da keine Chance, an der Boxenmauer vorbeizufahren. Mit der Außenbahn dürfte es aber reichen. Und dem nötigen Schwung. Hartmann macht das genau richtig. Steckt zurück. Verhindert somit Schlimmeres. Und Oliver Bayer, der zuvor so weit vorne mit unterwegs war, muss jetzt an die Box fahren. Also, das heißt, muss, fährt jetzt an die Box. Und mittlerweile Mike Nürnberg, der erste mit den Boxenstops. Der erste Fahrer, der Boxenstops abgelegt hat und am weitesten vorne ist. Er wird jetzt Oliver Bayer eventuell auch dahinter fallen, denn hier sehen wir es schon. Und er ist dran an Thomas Krug, der jetzt an die Box geht. Ja, wir nähern uns der halben Stundenmarke. Und da gehen dann doch einige an die Box. Bayer, der steht noch. Also da geht es auch nochmal vorbei für Mike Nürnberg. Während an der Spitze es unglaubliche 11 Sekunden sind und es jetzt auch in die Überrundung, beziehungsweise weiter mit den Überrundungen geht für Gianni Medio. Das ist eine Pace. Die zwei GT-Tempel-Fahrzeuge, der Ford Fabian Jungblut, den wir da sehen, der wird gleich geschluckt werden, überrundet werden. Was macht Berti, der nach einer Runde dann sofort den nächsten Fahrer angreifen kann? Genau das gleiche Bild wie zuvor bei Hartmann. Innenbahn zu, Außenbahn genutzt, mit viel Schwung, spät auf die Bremse, reicht auch hier vorbeizugehen am Audi vom Team Heusingfeld. Das geht ein bisschen schwerer und kostet natürlich auch Zeit. Also nichts ist es für den Moment mit der Doppelführung. Nochmal eine Runde warten oder reicht's jetzt am Ende der Geraden mit dem Überholmanöver? Wen wir nicht aus Acht machen dürfen, ist natürlich auch Hartmann, der in diesem Trio der Audis unterwegs ist. Auf Jahn und Husfeld, wenn die Jungs sich vorne nicht einig sind, sind die ruckzuck dran. Das ist eine Sekunde.
Abstand und Berti, der macht Druck. Der macht Druck, der versucht es, ähnlich wie sein Teamkollege zuvor, mit allen möglichen Mitteln schnellstmöglich vorbeizukommen, um noch eine Chance zu haben auf den Sieg. Noch eine Chance zu haben, vorbeizufahren an Christian, an Gianni Reggio, wobei 12 Sekunden, die muss er natürlich dann auch erstmal reinfahren. Das sind beiden, die extrem schwer fallen zu fahren, vor allem gegen ein Reggio fährst du nicht mal einfach so die ganzen Sekunden ein, 12 Sekunden, und jetzt geht er schon richtig früh raus aus dem Windschatten. Reicht's denn diesmal vorbei zu gehen an Kiwi? Der ist natürlich auf der Außenbahn erstmal mit dem Überschuss vorbei und er ist schon vor dem Anbremspunkt vorbei. Weit genug, um die Position zu halten. Vielleicht hat Kiwi da auch ein bisschen mit der Taktik im Hintergrund gespielt, ihn jetzt ausbeschleunigen zu können, aber da ist er zu weit weg. Das wird nicht reichen. Das wird definitiv nicht reichen. Und wer profitiert im Moment? Jan mit Husfeld. Die sind wieder rangefahren. Jetzt haben wir einen fast ein Quartett im Wert. Nein, es ist ein. Ja, es sind fünf Fahrer. Quintett. Und Berti konnte sich natürlich noch nicht extrem absetzen. Berti auf der 2. Reimann kommt aus der Box. Oh, da hinten ist aber ganz schön eng. Oh, das war doch wieder ein schönes Duell. Wo haben wir es denn? Wieso wird es uns denn nicht gezeigt? Einige an der Box. Ich hätte jetzt gerne das Duell gesehen, was sich da angebahnt hatte. Mit den ganzen Racing Academy-Fahrern und dem Sorg E-Sports-Fahrzeug. Schade. Robert Riedel. Da haben wir es doch. Kranich, Krüger und vorne Schmidt. Wobei so richtige Reihenfolge. Schmidt, Krüger, Kranich, Reimann, Frick, Jakob. Da sehen wir ihn, dann Jens Jakob. Der Schmucki geht an die Box. Sehen wir, oder steht schon besser gesagt an der Box. Also durchschnittliche Standzeit mit Tanken und Reifenwechsel 29 Sekunden. Vielleicht die ein oder andere Blessur noch ausbeulen lassen. Kostet dann auch noch mal ein bisschen Zeit. Krüger und Schmidt waren beide noch nicht an der Box. Mike Nürnberg immer noch der Fahrer, der am weitesten vorne ist, am bestplatziertesten ist mit einem Boxenstopp auf Rang 21. Jens Jakob, der letzte Fahrer, der noch nicht gestoppt hat. Drei Ausfälle. Schupfner, Kaczmarek, Patrick Baden. Patrick Baden hat mehr gesehen. Der, wenn ich mich nicht irre, sogar mit Fieber heute an den Start gegangen ist. Also vielleicht auch körperlich einfach nicht mehr viel machbar war für ihn heute. Krüger und Schmidt. Oh, spätes Verzögern. Und fast gibt es da auch den kleinen Ditcher aufs Heck von Bernd Schmidt. Zeigt auch hier im Umkehrschluss. Oh, Tuesfeld an der Box. Also zieht sich da ein bisschen raus aus dem Duell mit Jahn. Er zeigt hier, dass Krüger einen Ticken schneller fahren könnte als das vor ihm fahrende Fahrzeug mit Bernd Schmidt am Steuer. Auch schön aus dieser Perspektive zu sehen, wo die Fahrzeuge hauptsächlich unterwegs sind. Die Ideallinie gut gefärbt, der Reifenabrieb. Und da sehen wir das Fahrzeug von Husfeld. Geht's hinter Mike Nürnberg zurück. Er wird jetzt losfahren. Ah, das dürfte reichen, denn die Boxenausfahrt, die ist richtig schnell. Mike Nürnberg biegt nämlich jetzt erst ins Senna-Eis ein. Ja, das müsste dicke reichen. Da sieht man,
Aber da vorne aufpassen, denn Krüger und Schmidt, die könnten jetzt das Zünglein an der Waage werden. Und Krüger, der schiebt den Bernd Schmidt da ja fast noch an. Und Husfeld kommt ganz knapp davor raus. Ganz wichtig, jetzt hier davor zu bleiben, sonst kostet das ihn ordentlich Zeit. Und er fällt fast dahinter zurück. Das ist eine ganz knappe Kiste. Und Krüger profitiert für den Augenblick, so macht es den Anschein, von diesem Herausfahren von Mats Torge Husfeld, der sich selbstverständlich verteidigt, denn er weiß, die beiden Fahrer hier waren noch nicht an der Box. Und dann ist die Position da, dann gibt es das Beschweren vom Audi mit Bernd Schmidt am Steuer. Mal gucken, ob wir das Ganze noch sehen. Hier wird es eng, ganz eng nebeneinander. Gab es da wohl die kleine Kollision? Oh, da schiebt er ihn einfach mal an. Und dann fährt Krüger weiter. Warum gab es da die Lichthupe? Schwer zu sagen. Die wird an der Box. Fecker an der Box. Ja, schön, dass wir das sehen. Was Sie sehen, ist die Boxenwand. Hermann an der Box. Vecchio, unglaubliche 16 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Lieber Mann, 16 Sekunden, vielleicht sind 17. Während Jahn sich nicht tatsächlich absetzen kann von Hartmann. Mit ist auf der 2, also vorbei mittlerweile. Aber nicht wirklich in der Lage, sich abzusetzen. Dem Berti mittlerweile auch an der Box gewesen, kommt auf der 12 zurück. Die wird 2 Sekunden vor Husfeld. Also da haben die Boxenstops nicht wirklich viel durcheinander gewirbelt. Mike Nürnberg, dem fehlen rund 5 Sekunden auf Position Nummer, ja eigentlich ist es mittlerweile schon 14 vom Husfeld. Bleibt spannend zu warten, wie es nach den Boxenstops aussieht. Jan, geht er an die Box? Sieht so aus, ja, geht an die Box. Hartmann bleibt draußen. 25 Minuten noch auf der Uhr. Und dann geht es jetzt in den Überrundungsverkehr. Immer drauf hoffen, dass es alles gut geht. So, die meisten kommen jetzt noch zur Box. Wer kommt als letztes zur Box? Stefan Jahn an der Box, haben wir gesehen. Steht immer noch. Müsste dann aber gleich losfahren. Wo ist Kiewit? Der kommt über die Start- und Ziellinie. Und Jahn, oh, der ist auch schon wieder unterwegs. Das wird ein interessantes Bild. Ah, die kürzere Linie. Mehr Schwung für Kiewit. Das müsste reichen. Das müsste reichen für Kiewit. Oder reicht es für Jahn? Die Boxenausfahrt kannst du mit richtig Schwung rausfahren. Die kannst du fast Vollgas fahren. Das ist richtig eng bei den beiden. Das wird knapper, als ich das zuvor vermutet hatte. Und dann doch deutlicher als gedacht. Also, Kiewit bleibt für den Moment vorne. Aber Jan, jetzt mit den besseren Reifen unterwegs. Eine Runde besser. Ob das am Ende vielleicht der ausschlaggebende Punkt sein wird? Hat sich da nicht mehr auf das Duell eingelassen mit Hartmann, hat gesagt, jetzt gehe ich an die Box, bevor ich mir da noch mehr Zeit einheimse, die ich verliere. So, Hartmann und Czerny zeitgleich an die Box gefahren. Viele waren nicht mehr, sind es nicht mehr, die noch an die Box müssen. Der Spitzenreiter, der muss noch an die Box. Hat da gerade einen Audi überrundet. Lennart Kaiser, ebenfalls noch nicht an der Box gewesen. Jan Fecker, der geht jetzt an die Box. Bunschuch war noch nicht an der Box. Und dann haben wir noch Florian Krüger, der laut meiner Anzeige nicht an der Box war. Also für den Moment haben wir vorne Vecchio, der wahrscheinlich auch nach dem Stop vorne bleiben wird. Dann Weibel war noch nicht an der Box, Kaiser auf der 3 war noch nicht an der Box, Riedel war noch nicht an der Box und Bunschuch war nicht an der Box.
Hahn und Kiewit. Das ist ein interessantes Duell. Mittlerweile sind das dann Positionen 7 und 8. Die Zahl unten links für die Zuschauer, die neu sind, verändert sich nach dem Überfahren an der Start- und Ziellinie. Und wir sind im Frontsplitter von dem Audi des Teams RSO. Sieht man mal, wie viel Reifenabrieb schon auf der Strecke vorhanden ist, nach 40 Minuten knapp. Nächster Versuch. Der Grundschuh ist mittlerweile an die Box gefahren, somit geht es ja auch nochmal eine Position nach vorne für die beiden. So ein bisschen ruhig gerade die Route, vielleicht vor dem Sturm. Die letzten 10 Minuten, die Fahrer dann nochmal richtig ein raushauen, wenn es um die Position in den letzten Sekunden geht. Renat Kaiser auf der 3 liegend. Motorsport Sim Racing, Kfz Teil 24 Lackierung. Und wir sehen keine BWT-Lackierung, interessanterweise, also kein lilanes Fahrzeug. Weibel aktuell auf der 2 vom GT Temple Racing Team. Aber die beiden müssen noch an die Box. Kaiser und Weibel. Und die Robert Triebel, wenn wir hier im Bild haben, den Ferrari 488 GT3. Und sehen wir, das war Berti, während Vecchio jetzt an in der Box ist und gleich seinen Weg weiter antreten wird. 28,8 die Standzeit. Sein Teamkollege Berti 28,9. Das reicht dicke, um davor zu bleiben. Die Frage ist, wie viel ist am Ende der Vorsprung noch? War ja bei knapp 12 Sekunden. Jetzt sagt mir die Messung 10 Sekunden, also vielleicht 2 Sekunden, die er gut machen konnte durch die möglichen Überrundungen. Und somit haben wir für den Moment Manuel Weibel ganz vorne, sammelt Führungskilometer für das GT Temple Team. Bernhard Kaiser auch an der Box gewesen, Florian Krüger. Also entweder war der noch nicht an der Box, so vorne auch einen Überholversuch. Danny und Hartmann, die wir hier haben. Sind das? Oh, die sind richtig beieinander. Schöne Aufnahme der beiden Audis. Ich muss es wieder sagen. RSO hat das letzte Jahr einfach dominiert. Umso schöner ist es, dass es dieses Jahr nicht so einfach für die Jungs aufs Podium geht, sondern dass man hier richtig hart kämpfen muss seitens RSO. So, Weibel, der bleibt der noch draußen. Der bleibt tatsächlich auch noch draußen. Ja, tut natürlich gut, mal die 1 vorne zu haben. Schöne Aufnahme von Manuel Weibel im GT Temple Racing Fahrzeug im BMW. Und einen BMW ganz vorne zu haben, ist auch immer ein schönes Bild. Riedel bleibt ebenfalls draußen, wenn wir da gerade noch Berti durchfahren sehen. Kamera springt auf ihn drauf. Fußfeld und Kiewit wird attackiert von Jahn auf der Innenbahn. Und Jahn, der ist on fire. Der ist jetzt richtig auf dem Stempel drauf. Gut durch Senna ist durchgekommen. Was macht Fußfeld im Hintergrund? Geht er vielleicht auch noch mit? Er fehlt uns gerade dieses Duell. Und Jahn auf der Innenbahn bremst sich rein. Dönes Manöver. Noch ist es nicht überstanden für Jahn. Aber was macht Hussfeld? Der ist der lachende Dritte, kommt hier mit viel Schwung raus, ist jetzt auch ein bisschen blockiert auf der Innenbahn bzw. Außenbahn vom RSO Audi und schafft es somit nicht vorbei. Da ging ihm ein bisschen der Asphalt aus, die Strecke aus und Jahn geht eine ganz weite Linie. War das ein Vorteil, den er sich hier verschafft hat? Gibt das einen kleinen Hinweis von der Rennkommission am Ende? Da bin ich gespannt, denn ja, mehr Schwung hat er definitiv mitgenommen und die Curbs, beziehungsweise die
Randsteine sind ja nochmal Steinchen. Die sollten eigentlich dann das Tracklimit sein. Komplett aufs Blaue rausfahren. Nicht ganz dem, was die Rennkommission zuvor angesprochen hatte im Briefing. Aber muss ich nicht entscheiden. Das dürfen die Jungs in der Rennkommission dann am Ende entscheiden. Und jetzt fehlen die wird einfach die Meter, um sich die Position von Jan zurückzuholen. Immer noch, er muss ein bisschen in den Rückspiegel schauen, denn Hüsfeld ist nah dran an ihm. Position 9, Czerny, der Hartmann verfolgt. Und Vecchio überholt gleich Manuel Weibel. Und wenn sich da Weibel jetzt verteidigt, was er ja logischerweise darf, ist ja führender, spielt das dann Tim Berti so ein bisschen in die Karten, wobei Weibel da eigentlich jetzt nicht groß dagegen halten sollte. Der weiß, dass Vecchio auf der 1 war und jetzt wieder an ihn rangefahren ist, sieht man. Ja, aber Berti kommt nicht ran. Letzte Umrundung von ihm. Sehen wir da eine 1.31, 1.64. Letzte Umrundung von Vecchio 1.31, 0.82. Also da auch schneller gewesen. Diese Umrundung wird sich das wahrscheinlich ein bisschen umdrehen. Denn da wurde Vecchio ja minimal aufgehalten von Weibel. Oh, das ist ein schönes Päckchen, was wir hier im Bilde haben. Effay, Bücher, Krüger, vorne Braun und ganz vorne, das ist Klaubitz. Da vorne huscht er durch und dahinter, da geht's zur Sache. Bücher gegen Krüger sich am Verteidigen. Krüger schiebt sich vorbei und ja, reicht hier vorbeizugehen. Während Weibel ja ganz vorne unterwegs war oder ist. Der nächste GT-Tempelfahrer etwas weiter hinten, Rang 38 ist es jetzt, nachdem man die Position hergeben musste, die da links noch steht in der Anzeige neben seinem Namen. Es ist überall im Feld ziemlich, ziemlich eng, bis auf an der Spitze. Da sind es riesen Abstände, die aktuell herrschen. Das ist ein bisschen schade. Schön wäre es, wenn wir die Spitze genau so erleben würden, wie wir es hier haben. Einige Fahrer ja auch noch in der VVLN am Freitag unterwegs gewesen, also vielleicht auch ein bisschen im Trainingsrückstand. Zweiter Lauf der Race Union VVLN ja gewesen. Vergangenen Freitag 4 Stunden Nordschleife. Da muss man natürlich auch trainieren. Und das ist dann vielleicht für den einen oder anderen so ein kleines bisschen zu viel gewesen am Ende. Ganz vorne mithalten zu können, während Vecchio das macht, was er schon in Rennen 1 bzw. in der ersten Woche gezeigt hatte. Einfach vorne seinen Stiefel fahren und das mit Bravour. Keine Chance aktuell. Also aufzuhalten ist der Stand Woche 2, nur wenn ihm ein bisschen was dazwischen kommt. Und Czerny hatte es versucht, aber nicht geschafft, vorbeizugehen an Nils Hartmann. Möglicherweise reicht es jetzt für den Audi vom Team RSO. Was ist das Belauern, dieses Abwarten. Wann attackierst du? Wann gehst du vorbei? Riskier bloß nicht zu viel, sonst gehen dir die Punkte in der Meisterschaft flöten. Am Ende kann hier jeder Punkt zählen. Man weiß nicht, wie die Saison verläuft. Hat einer Pech im Qualifying. Dann startet er in Grid 2 und dann fehlen da extrem viele Punkte. Extrem wichtige Punkte. Also du musst jedes Rennen wirklich bis zum Ende knallhart durchfahren, um eine Chance haben auf die Meisterschaft. Einmal im Qualifying. Mist gebaut. Keine gewertete Zeit.
Schon sieht die Meisterschaft ganz anders aus. Buweiler vom ACR Zackspeed Team lässt da gleich mal zwei Fahrzeuge auf der Innenbahn ziehen. Das Fahrzeug mit Robert Riedel und Christian Kranich am Steuer gehen vorbei. Gucken, ob wir das in der Wiederholung nochmal sehen können. Er versucht da dagegen zu halten, aber dann reicht es nicht. Du musst gleich auch aufpassen, dass der Audi von Schmidt nicht noch reindrückt, sich noch reindrückt und vorbeigeht. Und fürs ACR Zackspeed Team läuft es nicht ganz so gut. Im Porsche Cup sind die ja richtig stark unterwegs in der Race Union V4N, in der AVIA DKDM, im GT3. Da fehlt noch ein bisschen nach ganz oben. Wir kriegen Position 4, 5 und 6 wieder geliefert. Bonner Team RSO, in der Mitte Team Heusingfeld. Dahinter dann das Team Mücke Motorsports Sim Racing. 11 Sekunden fehlt den drei Fahrzeugen auf die Spitze, auf das Treppchen. Wobei Weibel immer noch nicht an der Box war. Im Moment einer dieser drei, das letzte Treppchen. Vorne kommt jetzt noch ein Ferrari zur Überrundung. Er macht gut Platz, alle gut vorbeigekommen, kein Problem. Auch Hartmann geht noch vorbei. Nein, das war gar nicht der Audi, sondern das war ein Verteidigen gegen Czerny, das wir da gesehen haben. Denn die beiden sind immer noch schön dicht beieinander, genauso wie das Trio davor. Oh, gleich wieder das Rauszucken auf die Innenbahn. Sich verteidigen, Anbremspunkt treffen. Und mal gucken, ob Czerny es jetzt schafft mit der Innenbahn hier dieses Reinstechen. Genau das sehen wir ja immer und immer wieder. Das ist eine sehr effektive Methode, wenn du mit genug Schwung und Traktion dich neben dem Kontrahenten halten kannst. Jetzt hat er die weite, weite Linie und verhungert da ein bisschen auf der Außenbahn. Und trifft Hartmann aber auch die Kurve genau so, wie er sie treffen muss, um vorne bleiben zu können. Gehen in die letzten 10 Minuten des heutigen Abends. Vecchio, Weibel im Moment noch dazwischen, aber bereinigt wird sein. Vecchio, Berti, Jahn, Kiewit, Husfeld, Hartmann, Czerny, Nürnberg, Carstensen, Schneider. Die ersten 10, nachdem Weibel an der Box war. Die beiden waren schon an der Box und da geht's um Rang Nummer 7 für den Moment. Rang 6 wird es dann sein, wenn Weibel den Boxenstopp absolviert hat. Immer wieder und jetzt wieder wahrscheinlich dieses raus auf die Innenbahn ziehen, gleich rüber gehen. Sehen wir es diesmal gar nicht so extrem. Auf der Außenbahn natürlich späteres Bremsen möglich wegen der weiteren Linie. Jetzt den Schwung mitnehmen. Oh, da gibt es ein leichtes Übersteuern. Und dann fehlen ihm diese 2-3 Zentimeter, früher Gas geben zu können. Und es geht nicht vorbei. Auch da wieder ein leichter Fahrfehler. War unruhig das Fahrzeug. Hier sehen wir das Ganze nochmal in der Wiederholung. Auf der Außenbahn. Jetzt kommt, Achtung, hier kommt das Fahrzeug gleich quer. Zu wenig Traktion. Und dann mit zu viel Schwung in die Kurve eingelenkt. Und dann gibt es, glaube ich, Untersteuern. Schiebt das Fahrzeug raus. Reicht nicht. Also schiebt über die Vorderachse. Muss er die Lenkung kurz aufmachen, um die Linie wieder zu bekommen. Was passiert vorne? Berti, 12 Sekunden vor dieser Gruppe hier. Husfeld schafft es nicht, sich in Schlagdistanz zu bringen. Während Berti... da muss mit Vecchio mal wieder irgendwas los gewesen sein. Der hat extrem eingebüßt. Ich
fährt 34er Zeiten, wartet er auf seinen Teamkollegen. Da war der da gerade in der Überrundung. Das ist extrem langsam. 3 Sekunden hat er da verloren auf seinen Teamkollegen. 3,5 Sekunden fast. Das ist extrem viel. Da macht er da einfach gerade ein bisschen langsamer, um es nochmal spannend zu machen. Berti dann den Sieg zu geben, wäre ein bisschen kurios, aber wer weiß, was da für Absprachen im Team am Ende noch getroffen werden. Dann hätten beide 2x2 Siege eingefahren. Bunschuch. Einmal mit dem Versuch nach vorne und jetzt ist es Hermann, der sich auf der Innenbahn reinschiebt vom Motedes-Team. Und das könnte fast ausgehen. Petrat. Was macht Petrat? Der ist der dritte im Bunde dahinter. Der zweite BMW in diesem Quartett, die im Moment hier zu sehen sind. Ziemlich lediert, der BMW. Weibel war mittlerweile an der Box. Hält noch zurück. Da gehen einige vorbei. Also 6 Sekunden. Mittlerweile rausgefahren worden. Sind nur übrig, besser gesagt, von dem ehemaligen 12 Sekunden Vorsprung auf den Verfolger Berti, sein Teamkollege. Da geht es nochmal in die Überrundung vom AZ Sachspeed. Ferrari. Da sehen wir den Zweitplatzierten Berti und den Drittplatzierten Jan. Ist hier noch nicht durch die Kiste. Sind zwar noch 5 Minuten oder nur noch 5 Minuten und 36 Sekunden, aber die Kiste ist nicht durch. Wer wird Dritter werden? Wer holt sich Position 3 im Hauptrennen der zweiten Woche der AWAD GTM 2018-1 in Interlagos? Ist es Stefan Jahn? Ist es Christian Kiewit? Oder ist es am Ende der lachende Dritte Mats Torge Husfeld? 3 verschiedene Teams. 1 Fabrikat. 3-mal ist es der Audi R8 LMS. Und diesmal ist es so, dass wir von Position 1 bis 7 Audi haben. Dann schiebt sich Mike Nürnberg als einsamer AMG auf Rang 8 dazwischen. Und dann haben wir 3-mal BMW, Carstensen, Schneider, Erle Kotte. Und der zweite AMG mit Habedank auf der 12 geführt. Was ist mit Hoffmann? Der war ja lange Zeit der schnellste, der bestplatzierteste der Fahrer mit sehr frühem Boxenstopp. Wo finden wir ihn? Wenn wir ihn denn dann finden, während Kiewit wieder ein Stück näher rangekommen ist. Mittlerweile sogar zurückgefallen, hatte dann mal 6 Minuten Standzeit, also hatte einen Unfall. Ist aber wieder unterwegs auf der Strecke. 4 Minuten. Überrundung für den Führenden. Überholmanöver gibt es gerade keine oder viel engere Duelle als an der Spitze auf in Position 3 wie hier. Und Stefan Jahn, der weiß, dass der ist abgeklärt, logischerweise. Der kann sich wieder ein Stückchen absetzen, während Kiewit so langsam wieder mehr Druck von hinten bekommt, nachdem er ja eher sich nach vorne orientieren konnte die letzten paar Runden. Geht's für die letzten womöglich 3 Runden eher nochmal ein bisschen drum, in den Rückspiegel zu schauen. Denn Husfeld kommt
wieder näher. 0,399 Sekunden. Momentan der Rückstand. Und es ist psychologisch natürlich immer besser, wenn du dich ranfährst. So, immer aktiv, wir haben kaum Duelle. Und dann kriegen wir hier eins geliefert. Hartmann und Nürnberg. Die beiden Teamkollegen aufpassen, denn das wäre schade, wenn die sich hier gegenseitig aus dem Rennen nehmen. Dann der Z4. Von Carstensen ist dahinter. Also Nürnberg ist mittlerweile rangefahren an den Audi von Hartmann. Er kann auch da nicht groß sich jetzt dahinter halten, sonst muss er die Position womöglich gegen Carstensen hergeben, denn er ist richtig gut unterwegs gewesen. Hat man ja eben erkennen können. Der hat es schon mal versucht, hat schon mal angeklopft leicht. Bunschuch. Petrat zieht da noch mal rein. Das war auch ein ja, optimistisches Manöver. Ah, der kommt immer weit raus. Der verteidigt sich hier mit Biegen und Brechen und die Reifen, die gehen wahrscheinlich so langsam überhaupt nicht mehr. Ist jetzt gleich der 30. Umlauf mit dem Reifensatz. Während vorne 12 Runden und dahinter 18 Runden erst auf dem Satz absolviert worden sind. Das kann sich dann am Ende schon ein bisschen bemerkbar machen, diese 10 Runden, 11 Runden, die du mehr auf den Reifen hast. Marcel Heimann, der ist langsam unterwegs. Anbremsen, einen Fehler gehabt, wohlmöglich. Oh, kommt der weit raus? Er muss dann auf jeden Fall langsamer machen, sonst hätte er sich hier einen Vorteil verschafft. Was passiert beim Anbremsen? Boah, der weicht hier aber... war das gefährlich. Weicht hier aus, macht Platz. Gerade vielleicht deshalb, um sich keinen Vorteil verschafft zu haben. Oh, da hätte er eben noch mal fast gekracht. Das war eine richtig knappe Sache, die da eben durch dieses Rausfahren entstanden ist. Letzten Sekunden am Laufen. Vorletzte Runde womöglich. Wo ist Vecchio? 30 Sekunden. Wenn der jetzt langsam macht. Puh. Also. Kiewit, der darf sich jetzt nicht mehr drauf verlassen, dass da noch eine Runde ist. Der muss angreifen. Wo ist Vecchio? Ja, der macht langsam. Das wird die letzte Runde sein. Das wird die letzte Runde sein. Und somit Vecchio auf dem Siegeskurs unterwegs. Die Zeit läuft runter. Kriegen wir die Bestätigung. Letzte Runde. So ist es. Final Lap. Berti auf der 2. Ja, dem läuft hier alles gerade so ein bisschen entgegen. Die Indikaten spielt ihm dieses Herunterlaufen der Zeit, dieses etwas langsamer machen. Vielleicht hat Vecchio ja bewusst verzögert. 6 Sekunden, um nicht noch eine Runde fahren zu müssen, denn sein Teamkollege, der ist ja auch auf der 2. Also, herzlichen Glückwunsch zum Sieg von Gianni Vecchio im zweiten Rennen. Natürlich auch an den Sieger aus dem ersten Rennen und den zweiten Platz im zweiten Rennen. Aber wie sieht's dahinter aus? Da sieht so aus, als sehen wir wieder Stefan Jahn auf dem Treppchen. Auch ein starkes Rennen. Also Berti und Jahn, die wiederholen den Podiumsbesuch von Rennen 1. Herzlichen Glückwunsch raus. Auch starkes Rennen von Kiewit und Husfeld. Haben wir irgendwo noch ein Duell? Czerny, der kommt auf der 6 ins Ziel. Carstensen und Nürnberg, da hat sich auch nichts mehr geändert. Heimann, dem haben wir eben nochmal in der Wiederholung gesehen, wie er die Position hergeben muss. Oh, Landgraf vorne im McLaren. Nein, das ist Medling natürlich und Landgraf dahinter. Und Berko Medling, der hat Glück, dass er nochmal gut rauskommt und nicht die Position hergeben muss. Oh, jetzt schiebt sich bei mir gerade mal alles so ein bisschen quer durcheinander. Also da war es am Ende nochmal eine ganz knappe Kiste. Fabian Jungblut, GT Tempel. Auf Rang 40.
Schauen wir uns doch das Ergebnis des zweiten Laufes an. Also, zweite Woche in Interlagos absolviert. Rennen 2, 60 Minuten. Rennergebnis nach einer Stunde, 5 Minuten und 32 Sekunden. Sehen wir hier, wir haben die Zieleinfahrt im Bilde gehabt. Vecchio, Berti, Jan, Kiewit, Husfeld, Czerny, Hartmann, Carstensen, Nürnberg und Schneider. Die ersten 10, was wieder auffällt. Extrem die Audi-Dominanz vorhanden. Ja. Morgen großes iRacing-Update. Mal schauen, was dann passiert, was alles kommt, was sich alles verändert. Die ersten 7 Audis. Oh, da sehen wir noch Vecchio oder Berti, einer von beiden mit Donuts. Auch die BMW stark vertreten, ja, und der schnellste AMG, Mike Nürnberg, der ist seinem Fahrzeug treu geblieben aus der vergangenen Saison. Erle Kotte, auch ein starkes Ergebnis. Kemmersat, richtig gut. Ferrari auf die 19 gefahren vom German Sim Racing Team. Starkes Ergebnis. Glückwunsch da auch raus. Ja, und wir sehen noch den Audi sich kaputt fahrend, Tim Berti. Also langsam ist er dann so richtig Schrott. Einige McLaren noch zu sehen. Vecchio übrigens mit der 1:30.991 die schnellste Rennrunde gefahren. Wir warten auf die Podiumsplatzierten. Während wir noch die letzten Seiten sehen. 53 Fahrer waren es durch den Aufstieg aus Grid 2. Jetzt mehr Fahrer am Start gewesen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall mal eine kurze Unterbrechung und gönnen die Zeit dem Sponsor Avia, die ja schon lange, lange dabei sind in der Avia DSTM, jetzt DGTM und ein treuer Partner von Sim Racing Deutschland sind. Also kurze Unterbrechung und einmal den Trailer von Avia. Viel Spaß.
Dann legen wir doch gleich los mit den Interviewgästen. Fangen wir an mit dem Sieger Gianni. Ja, das war eine Aufholjagd, nachdem ja Rennen 1 so ein Auf und Ab und hin und her war, ging es dieses Rennen ein bisschen besser für dich vonstatten. Viel hatten wir dich nicht im Bild. Ja, meistens warst du relativ alleine dann unterwegs. Erzähl ein bisschen und warum hast du diese 6 Sekunden eingebüßt? Ja, das Rennen war. Also, am Anfang ging es echt schnell, war ein bisschen aggressiver am Start als in Road America. Deswegen bin ich auf Siebter geblieben. Und dann ging es eigentlich recht schnell nach vorne. Ich habe schnell die Moves machen können. Und dann war ich, glaube ich, in Runde 5 oder so schon vorne. Dann hatte ich eigentlich nur noch Tim im Auge, weil ich eigentlich wusste, dass der Einzige ist, der schneller ist als ich. Der Tim war eh nochmal viel schneller als ich. Und war ich nur noch das eigentliche Ziel, habe immer geschaut, so wegen dem Abstand und dann eigentlich das Ding locker ins Ziel gefahren. In den 6 Sekunden, ja, das war da 100% auf mich. Nicht mal so gut. Daniel Frick aufgebockt, leider. Also in der letzten Kurve, da habe ich das ein bisschen unterschätzt, wann er bremst, wann ich bremse und dann hat es leider den Contact gegeben. Deswegen auch nochmal ein Sorry. Deswegen ging halt klar auf mich. Ja, gehört auch was dazu, das sich einzugestehen, tun ja Simracer manchmal sehr ungern. Ja, Top-Ausbeute, das müsste dir in der Meisterschaft jetzt richtig viel Punkte bringen, dieses Wochenende, sofern denn da nicht noch irgendwas an Nachstrafe kommt. Ja, ist nicht unsere Entscheidung, müssen wir warten. Machen wir weiter mit Tim. Ja, nach dem Sieg im ersten Rennen jetzt Zweiter geworden. Die Strategie, die du dir da zurechtgelegt hast, ging am Ende wohl doch ganz gut auf. Ja, ich habe keine Klagen. Es hätte eigentlich nicht besser laufen können. Es hat zwar am Anfang Zeit gedauert. Ich bin, glaube ich, die ersten zwei, drei Runden sogar zurückgefallen von der ursprünglichen Startposition. Hab dann öfter mal so einen leichten Toucher hinten aufs Heck gekriegt. Also ich habe da öfter mal diesen 0x und 4x-Kontakt gesehen oben und hatte eigentlich keinen vor mir gesehen, dem ich dann aufgeknallt bin. Und da bin ich schon glücklich, dass ich dann letztlich ganz gut durchgekommen bin, als sich dann auch alles mal sortiert hat. Ja. War halt der Gianni auch schon 12 Sekunden weg. Ich glaube, er hat da ein bisschen untertrieben. Also von der Pace her, glaube ich, waren wir da recht ähnlich in dem Rennen, was ich so gesehen habe, wenn wir uns nicht viel genommen haben. Deswegen, was ich dann gesehen habe, als ich mal durch war durch den Verkehr und Gianni war 12 Sekunden vor mir, wusste ich schon, jetzt muss er irgendeinen Blödsinn machen, damit das noch was wird. Aber ich meine, Platz 2, das könnte nicht glücklicher sein damit. Ja, wie war es mit den Überrundungen? War es eher schwer? Kurze Strecke, da ging es ja relativ früh auch los mit Überrundungen. Ja, es hat ein bisschen Zeit gekostet, aber ich meine, man hat ja immer im Blick auch die Autos, auf die man aufläuft und prinzipiell hatte ich da kaum Probleme. Wie gesagt, ein bisschen Zeit verloren und ich war sonst auch gerne mal so Multiclass-Rennen in iRacing und da ja, hat man dann ein bisschen Übung aus diesen Rennen, was langsamere Fahrzeuge angeht, wie man wann mal wo überholt und so weiter. Also war kein Problem, alles gut. Ja, dann danke dir und ich freue mich dann auch wieder auf den nächsten Lauf, wenn ihr dann vielleicht wieder da seid. Noch haben wir aber einen Interviewgast, den Stefan, der ja vorhin schon da war. Also willkommen zurück, Stefan. Ähnlich wie Tim. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Rang. Zufrieden mit dem Ergebnis nach 60 Minuten und du hattest eben noch ganz kurz gesagt, das Überholen, also das war richtig schwer heute Abend. Ja, danke erstmal und Glückwunsch an Gianni und Tim. Sind heute irgendwie beide in einer anderen Liga gefahren, kann ich nur den Respekt zollen. Also es war wirklich nicht in Sicht. Und ja, das Rennen war eigentlich gut. Ich bin in den ersten zwei Runden, glaube ich, auch 3 Plätze zurückgefallen, war dann irgendwie zwischenzeitlich auf 12 und 13. Und dann gab es so einen kleinen Crash im Infield, wo ich dann außenrum vorbeifahren konnte. Und dann war ich auf 7 und dann konnte ich mir nach und nach die Leute zurechtlegen, musste aber jedes Mal in Kurve 1 ordentlich reindiven. Also hat gut geklappt, den Bremspunkt vernünftig erwischt und sag ich mal nicht die Kurve überschossen, sodass es ohne Fremdkontakt ausging. Aber es war schon anspruchsvoll, ja. Ja, man sieht mit Blick auf das Tableau 7 Audis auf den ersten 7 Plätzen. Was macht denn Audi so stark in deinen Augen? Hilft er so ein bisschen auch, was das ganze Renngeschehen angeht im Moment? Ja, ich habe leider keinen Vergleich, weil ich die einfach noch nicht Probe gefahren bin. Ja, aber ich denke, der Audi ist auf jeden Fall gut dabei.
Wenn du wissen willst, wie viel Potenzial da drin ist, musst du wahrscheinlich Gianni oder Tim fragen. Die haben das Auto wahrscheinlich besser verstanden. Ja, aber grundsätzlich ist, glaube ich, die BOP nicht so schlecht. Dann wollen wir das doch mal mit den Worten beenden. Die BOP ist nicht so schlecht. Das höre ich doch immer sehr gerne, wenn es am Ende dann doch an den Fahrern liegt. Ich danke euch, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt zu doch relativ später Stunde, will ich mal sagen, unter der Woche. Kurzer Hinweis auf die nächsten Übertragungen mit mir am Mikrofon. Am Freitag geht es weiter mit der Race Union Porsche Cup World Tour. Und übernächsten Freitag, also am 16., dann mit dem dritten Lauf der Race Union VVLN. Nächste Avia DGTM ist am 19. Also freue mich wieder auf viele, viele Zuschauer und natürlich auf brandheiße Sim-Racing-Action. Ansonsten eine schöne Woche bis Freitag. Ich bin raus, euer Manuel Wendel.